Schnell rein und raus. Kennen die meisten, oder? Okay, lassen wir das mal. Heute geht's nämlich um diese kleine Schnitte hier. Der Interceptor, aka Schnitzeltante. Der Interceptor ist der schnellste und wendigste unter den Javelin-Anzügen und ist der Nahkämpfer unter den vier. Aber aufpassen, er hält zwar ein bisschen mehr aus als der Storm, aber auch nicht zu viel. Denn was ihn so schnell und agil macht, ist seine leichte Panzerung. Deswegen merkt euch schon mal, dass ihr zusammen mit den anderen arbeiten müsst, um nicht andauernd auf dem Boden zu liegen. Kommen wir zu seiner Bewaffnung. Er hat ein sehr gutes Arsenal. Eine Sucherglaive, die Gegner anvisiert, eine Giftbombe, die Gegner in Gift einhüllt, logisch. Eine Kryoglaive, ja, Glaive, nicht Kleve wie der Ort. Die Kryoglaive, die zwei Gegner einfrieren kann. Eine Streumine, die mehrere Minen in einem Bereich abwirft. Mit dem Funken sprühend metzelt ihr alles nieder, was euch im Weg steht. Der Detonationstreffer lädt die Gegner elektrisch auf und falls ihr sie damit tötet, explodieren sie und richten Schaden in der Umgebung an. Das ist sehr gut bei Gegnerhorn. Der Plasmastern ist ein Wurfstern, den ihr auf einzelne Gegner schmeißen könnt. Mit dem Phantomtreffer schickt ihr ein Double auf die Gegner. Das wäre so, als würde Chuck Norris Dwayne The Rock Johnson auf die Gegner schmeißen. Der Sturmtreffer ist ein Nahkampfangriff mit hohem Schadensmodell. Im Giftnebel, naja, der Name ist Programm, erklärt sich von selber. Zu seinem Unterstützungsgear zählt die Zielmarkierung, wodurch ihr und eure Kameraden mehr Schaden an den Gegner erreichen könnt. Hilft gut bei den Großen, mit den goldenen Leisten. Der Schlachtruf hebt alle negativen Statuseffekte auf, wie Säure, Feuer etc. Nun zu seiner Ulti. Wenn ihr die richtig einsetzt, dann habt ihr ein ordentliches Stückchen vom Gegner. Denn dann rastet der Interceptor vollkommen aus und schnetzelt alles wieder, was ihr anvisiert. Macht ihr es klug, dann sind die Gegner schneller down, bevor sie überhaupt die Schuhe anhaben. Genau so. Bei seiner Bewaffnung liegt es wie bei den anderen an euch, wie ihr ihn oder er gesagt, sie bestimmt. Ich habe sie mit einer Pistole und einem Präzisionsgewehr ausgerüstet. Da sie agil und schnell ist, solltet ihr sie auch so benutzen. Rein und raus ist ihr Credo. Dann bleibt ihr stehen, kann es schnell vorbei sein. Das war der Interceptor Guide. Welchen Javelin spielt ihr als Main oder wechselt ihr rum? Also ganz schnell den Like-Button drücken und den Abo-Knopf nicht vergessen. Der ist nämlich sehr flink unterwegs, der Boy. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dann!